Die Corona-Krise hält die Welt in Atem. Und das Erste, was gewissen Verschwörungstheoretikern nun einfällt, ist zu behaupten, jüdische Milliardäre wie Bill Gates oder George Soros seien schuld daran. Sind das nicht mittelalterliche Reflexe, einfach in neuer Auflage? Mich erinnert dieses Verhalten so stark an meine Vergangenheit, dass ich heute mit dieser Vergangenheit aufräume. Straßburg, 14. Februar 1349. Eine wild entschlossene Bevölkerung schreitet zur Tat. Sie treibt tausende Juden in Holzhäusern und zündet die Holzhäuser an. Warum? Es gab angeblich stichhaltige Beweise, wonach die Juden die Brunnen vergiftet und damit die Pest ausgelöst hatten. Tja, eine abstruse Verschwörungstheorie, doch sie blieb nicht ohne Folgen. Unzählige Menschen wurden bei lebendigem Leibe verbrannt. Sie mussten als Sündenböcke herhalten. Es scheint sich für Menschengruppen seit je einigend und entlastend anzufühlen, in Krisen Sündenböcke zu finden. Doch für die betroffenen Minderheiten artet es leider immer wieder zur Hölle auf Erden aus. Der Sündenbockmechanismus ist kein Phänomen des Mittelalters. Ich weiß, wovon ich spreche, denn ich bin in einer neureligiösen Gruppe aufgewachsen, die ohne Sündenböcke kaum vorstellbar ist. Sie nennt sich Organische Christusgeneration, kurz OCG, und ich bin der älteste Sohn ihres Gründers Ivo Sasek. 2016 verließ ich die oberste Führungsebene der OCG, weil ich nicht mehr länger verantworten konnte, was wir taten und weil meine Kritik ungehört blieb. Wir kürten über Klagemauer TV, AZK und andere Online-Formate täglich neue Sündenböcke aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und so weiter. Auf fragwürdigster Quellenbasis. Was, wenn unseren Worten einst Taten folgen würden? Dachte ich. Was, wenn sich die Geschichte wiederholte? Würde die Welt nach dem Sündenbockopfer wirklich eine bessere sein? In einem dramatischen Showdown stieg ich aus der OCG aus. Ich verließ ein Leben, das in vielen Dingen beneidenswert war. Ich ging danach Staubsaugen und Kisten schleppen, drückte für 7 Semester die Schulbank und meine Maturaarbeit, die ich im Januar einreichte, befasst sich mit dem Sündenbockmechanismus. Sie ist unten verlinkt und aufgrund der wissenschaftlichen Vorgaben sehr trocken zu lesen, doch sie ist ein offener Bruch mit meiner Vergangenheit. Es gibt Menschen, die mich aufgrund meiner Ähnlichkeit zu meinem Vater bereits zu kennen glauben, doch nein, ich bin nicht mein Vater. Wer mich aufgrund meiner Abstammung, meiner Nase, meiner Sprache und meines Stils, bereits schubladisiert hat, ist vielleicht empfänglicher für Sündenbockmechanismen, als er glauben möchte. Was hat die OCG nun mit Sündenböcken zu tun und wie betrifft das Ganze meine Vergangenheit? Darum soll es jetzt gehen. Kurz zur Geschichte. Die OCG entstand 1999 aus einer christlichen Rehabilitationsarbeit für Drogensüchtige namens Obadiah. Vermutlich wissen das viele gar nicht, aber der Gründungsakt der OCG kann als eine Sündenbockopferung verstanden werden. Meine Eltern und ihr vierköpfiges Team feuerten damals eine etwas unangepasste Leiterfamilie und andere Mitarbeitende des Obadiah öffentlich. Man beschuldigte sie, den Nervenzusammenbruch meines Vaters und die damit verbundene Existenzkrise der Obadiah-Reha nach 1994 ausgelöst zu haben. Sie wurden geächtet und in die Wüste geschickt. Ihre jahrelangen Verdienste für das Projekt, unbezahlten Verdienste, schienen vergessen zu sein. Die übrig gebliebenen des Obadiah nannten sich danach OCG. Der berühmte Stanford-Literaturwissenschaftler und Anthropologe René Girard würde diesen Ablauf wohl Gründungsgewalt nennen. Seine Sündenbockforschung zeigte, dass Gruppen, die auf dem Fundament einer Sündenbockopferung aufgebaut werden, später oft zyklisch neue Sündenböcke brauchen, um ihre Einigung aufrechterhalten zu können. Es ist wie eine Droge. Sie brauchen Sündenbockrituale, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und genauso kam es auch mit der Obadiah-Reha nach dem Ausschluss der Unangepassten. Obadiah wurde süchtig nach Sündenböcken. Mein Vater beschloss darum 1999 unbewusst die Art und Weise, wie das Obadiah-Team ausgestoßen wurde, zu institutionalisieren. Er gründete die OCG-Bemessung mit folgender Erklärung.
Der unbrauchbare Teil des Obadja hatte deshalb gefeuert werden müssen, weil sie seine Lehre nicht verstanden hatten und deshalb nicht danach gelebt hatten. Künftig sollten nun alle Mitglieder der neu gegründeten OCG vor ihrem Eintritt bemessen werden. Ob sie seine Bücher und Predigten richtig verstanden hätten und bereit wären, sie so in die Tat umzusetzen, wie er das beabsichtigt hatte. Wer nicht willig wäre, würde somit gleich von Anfang an ausgeschafft werden können, bevor man jahrelang vergeblich in die Ausbildung und Betreuung illoyaler Mitglieder investiert hätte. Die Bemessung, das dreitägige Aufnahmeritual in die OCG, war geboren. Sie wurde zur Eintrittskontrolle in die OCG, zu einem monatlichen Seminar, bei dem der potenzielle Widerstand künftiger Mitglieder gegen die Lehre und Weltanschauung der OCG im Ansatz unterbunden wurde und wird. Und so läuft eine Bemessung ab. Ich wechsle dafür jetzt in die Du-Form, ich hoffe, das ist okay, denn ich erzähle dir gerne etwas ganz persönlich von einem Teil meines Lebens, für den ich bereits als Teenager ausgebildet wurde. Ich blende dazu auch Verweise auf meine wissenschaftliche Arbeit ein, falls du dich tiefer mit dem Sündenbock-Mechanismus beschäftigen willst. In einer Bemessung sitzt du 3 Tage lang mit einer Gruppe von 10 bis 40 Personen im Kreis. Zwischendurch verbringst du auch Zeiten in der Stille, das bedeutet isoliert in deinem Zimmer oder in der Natur, alleine. In diesen 3 Tagen sollst du lernen, intuitiv zu spüren, welche Taten, Worte oder gar Gedanken die Stimmung in deiner Gruppe angeblich runterziehen oder sie aufbauen. In OCG-Sprache heißt das, du lernst zu spüren, ob es hoch oder runter geht. Weil es dabei um Emotionen geht, die natürlich immer subjektiv sind, wird jeder Teilnehmende anfangs völlig anders empfinden und es wird ein Chaos geben müssen. Das ist auch beabsichtigt so. Falls ihr eine ungewöhnlich harmonische Gruppe seid, wird die Tatsache, dass ihr keinen Kontakt zur Außenwelt habt, Kaffee, Alkohol, Handys und jede sonstige Ablenkung unerwünscht sind, zusätzlich mithelfen, dass ihr bald in eine Krise geraten werdet. Girard würde das wohl entdifferenzierende Krise nennen, im Fachjargon. Von diesen Krisen wird es in den nächsten 3 Tagen zahlreiche geben und jedes Mal, wenn es wieder soweit ist, wirst du mithelfen, eine Erklärung für diese Krise zu kreieren. Woran liegt's? Die Bemessungsleitung wird dir beibringen, dass es für jede Krise eine Erklärung gibt und um die Ursache eurer Krise zu finden, wirst du dich am sogenannten aktuellen Wort orientieren. Das heißt an einem Vortrag meines Vaters. Du wirst Zitate seiner Rede verwenden, die du davor als Aufzeichnung angehört und eifrig mitgeschrieben hast, um eine Erklärung für eure Krise zu finden. Je eifriger du das tust, desto besser für dich. Tust du es nicht, läufst du Gefahr, allmählich als Ursache für die Krise entlarvt zu werden. Denn für jede Krise gibt es eine Erklärung und für jede Erklärung braucht es Schuldige. Bist du schuld an der Krise? In den Fokus rückst du nicht etwa, weil du böse Absichten hegst, sondern weil du Opferzeichen aufweist, wie Girard das nennt. In der Sündenbockforschung gibt es mehrere Kategorien von Opferzeichen, etwa das Fremde, auf die Bemessung angewandt würde, das heißt, du äußerst befremdliche Ansichten. Oder das angeblich Minderwertige ist auch so eine Kategorie, zum Beispiel auf die Bemessung angewandt, du bist besonders unsicher oder introvertiert. Oder das Überwertige in der Bemessung, du bist so sehr von deinen Ansichten überzeugt, dass du auf andere überheblich wirkst. Kurzum, je unangepasster, eigenwilliger und kritischer du dich verhältst, desto schneller wirst du vorverurteilt sein und desto sicherer wirst du auf dem nächsten Krisenhöhepunkt von der Gruppe als Sündenbock in die Wüste geschickt werden. Das heißt, du wirst für eine Stunde oder mehr aus der Gruppe ausgeschlossen und in die Stille entlassen werden. Bei deiner Rückkehr in die Gruppe wirst du deine Charaktereigenschaft, die Schuld an der Krise war, die sogenannte Wesensverfehlung, auf eine Weise mitteilen, die allen hochgeht. Dieses Einknicken kann möglicherweise einen krassen emotionalen Kick verursachen, denn in 90% der Fälle fließen hier reichlich Tränen. Kapitulierst du hingegen nicht, wirst du gefeuert und mit dem Urteil Bemessung nicht bestanden entlassen werden, so wie einst die eigenwillige Obadja-Leitungsfamilie. Die zurückbleibende Gruppe wird aufatmen, denn die Ursache der Krise konnte ja benannt und verbannt werden. Alle werden spüren, wie es hochgeht, für kurze Zeit, bis zur nächsten Krise, die so sicher kommt wie das Amen in der Kirche und dann beginnt der Ablauf wieder von vorne.
Falls du den Theorieteil meiner Arbeit liest, wird dir zusammengefasst auffallen, dass genauso wie der Gründungsakt der OCG auch die Bemessung alle vier Stereotype nach Girard, das sind vier Merkmale eines Sündenbockmechanismus, aufweist. Wenn du die Bemessung erfolgreich bestehst, wirst du zu den Auserwählten gehören und OCG-Mitglied werden dürfen. Du wirst dich möglicherweise auch akzeptiert und geschätzt fühlen, doch täusche dich nicht, man liebt dich nicht so, wie du tatsächlich bist, sondern so, wie man dich programmierte. Falls du wieder rückfällig werden solltest, das heißt Opferzeichen aufweist, wirst du der nächste Sündenbock sein. Darum wirst du künftig in praktischen Projekten der OCG trainieren, widerstandslos mit den Weisungen der Leiterschaft mitzufließen, sodass alles, was du tust, sagst und denkst, das Gesamte hochhebt und du nicht mehr wie ein Anfänger in die Wüste geschickt zu werden brauchst. Denn es ist das erklärte Ziel der OCG, gemeinsam von diesem Anfängerstadium, dem sogenannten Vorhof, ins Allerheiligste zu gelangen, in die Königsdisziplin, wo es keine Sündenböcke innerhalb der OCG-Gemeinschaft mehr braucht. Die sogenannte Umverteilung auf Azazel, wie der Sündenbockmechanismus intern heißt, soll gemeinsam nach außen praktiziert werden können. Die angeblich wirklich gefährlichen Böcke, die Weltverschwörer, die sogenannten Söhne des Verderbens, sollen rigoros von den Schafen geschieden werden, was auch immer das einst heißen möge. Wie eingangs geschildert, geben die Online-Nachrichten der OCG auf KlarTV Hinweise über die anvisierten Opferzeichen. Gerade jetzt sind jüdische Milliardäre wieder hoch im Kurs. Wenn du eines Tages dann in der wirklich obersten OCG-Liga ankommen solltest, wirst du vielleicht sogar eigene Bemessungen durchführen dürfen. Doch nach jeder Bemessung wirst du über deine Erfolgsquote Rechenschaft ablegen. Namentlich, wie es dir gelang, die Spreu vom Weizen zu trennen. Wenn du dich darauf einlässt, wirst du Jahre später vielleicht einen YouTube-Clip veröffentlichen müssen, um die Fracht auf deinem Rücken zu thematisieren. Vielleicht wirst du alleine in der Wüste unterwegs sein, deinen staubigen Pfad ziehend, realisierend, wie schwierig es ist, Krisen selbstverantwortlich zu meistern, statt die Schuld auf Sündenböcke abzuschieben. Aus diesem Grund wende ich mich abschließend an dich persönlich, wenn wir uns aus meiner OCG-Zeit kennen. Es tut mir aufrichtig leid, wenn ich dich in der Vergangenheit falsch behandelt haben sollte. Bitte melde dich doch bei mir über die eingeblendete E-Mail-Adresse, falls zwischen uns ein offener Konflikt besteht. Ich stelle mich der Verantwortung und ich werde dir auf jeden Fall persönlich antworten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.